Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute werden wir mal ein wenig philosophisch und bemühen mal den Blick in die Glaskugel. Denn heute gehen wir mal einer Frage nach, werden wir als Optionsverkäufer auch mal negative Jahre haben? Also wird es Jahre geben, wo wir kein Geld verdienen? Und meine Gedanken zu diesem Thema gibt es jetzt hier im Video. Wie komme ich denn überhaupt auf so eine Frage? Ne? Also werden wir als Optionsverkäufer auch mal ein negatives Jahr haben? Naja, es hat im Grunde genommen zwei Gründe, warum ich darauf komme. Der eine ist, dass mich diese Frage schon einmal beschäftigt hat. Und zwar, als ich vor mittlerweile 11 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit als Trader gewagt habe. Ich selbst habe mich schon 1991 selbstständig gemacht, allerdings damals ja noch in der Versicherungsbranche und das ist auch 26 Jahre her und da habe ich dann eben bis vor 11 Jahren gearbeitet und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, machst du dich als Händler selbstständig oder nicht? Und meine Überlegung, die mich lange, lange hat zweifeln lassen, ob ich das machen sollte, die rührte damals daher, dass ich in der Versicherungsbranche, wir haben damals, das war damals noch erlaubt, durften wir auch zum Beispiel Aktienfonds verkaufen. Und ich habe das bei uns in der Firma, wo ich als freier Mitarbeiter gearbeitet habe, hatte ich so ein bisschen den Hut auf, wenn es um das Thema Investments ging, Investmentfonds, Aktienfonds etc. Und da wusste ich ja aus eigener Erfahrung natürlich und auch beim Blick auf die Märkte, dass es natürlich auch mal Jahre gibt, wo man mit so einem Fonds kein Geld verdient. Und in der Regel waren das ja Aktienfonds. So, und ich habe dann lange mit mir gehadert und habe gedacht, wenn du dich jetzt als Händler selbstständig machst und dann gibt es mal ein Jahr, wo du kein Geld verdienst, ne? Von was bezahlst du denn dann deine Rechnungen? Das ging mir sehr, sehr lang durch den Kopf und ich war ja dann in den USA und da habe ich immer die ganzen Händler an der CME gefragt und die haben dann zu mir gesagt, ich habe dir gefragt, Mensch, was macht ihr denn mal, wenn ihr mal ein Jahr habt, wo ihr kein Geld verdient? So, und dann haben die mich immer ganz entgeistert angeschaut und gesagt, wie jetzt mal ein Jahr lang kein Geld verdienen? Dann habe ich denen meine Sorgen und Ängste erklärt und die haben gesagt, nein, das gibt's nicht, du bist ein Profi, du bist ein Händler und als Händler hast du in jedem Jahr Geld zu verdienen, das ist dein Job. Punkt. Ja, also das war für die völlig unvorstellbar, dass du als Händler in einem Jahr kein Geld verdienst. Die haben gesagt, okay, es gibt diese extrem guten Jahre, wo du wahnsinnig viel Geld verdienst. Und es gibt die Jahre, wo du kein Geld verdienst. Nein, Quatsch, wo du wenig Geld verdienst. Das haben die gesagt, wo du weniger Geld verdienst. Aber Geld verdienst du immer, also so dein Einkommen, das wirst du immer haben. Aber es wird eben nicht jedes Jahr exorbitant hoch sein. Es wird auch mal schlechtere Jahre geben. So. Und das hat mir damals wirklich enorm geholfen, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, okay, du bist jetzt ein paar Jahre profitabel, dann mach jetzt auch den Schritt. So. Und ich bin tatsächlich, seitdem ich Händler bin, habe ich jedes Jahr Gewinn gemacht. Jedes Jahr. Ne? Bislang war es sogar so, es ist jedes Jahr mehr geworden. Ne? Rein jetzt auch von den absoluten Zahlen her, was aber auch logisch ist, weil natürlich die Konten größer werden und man automatisch damit Geld oder mehr Geld verdient, auch wenn die vielleicht prozentuale Rendite in dem einen Jahr geringer war als in dem Jahr zuvor. Aber wenn das Konto insgesamt größer wird, hat man trotzdem mehr verdient. So. Und jetzt kürzlich, das ist jetzt der zweite Grund, saß ich mit einigen Leuten aus der Investmentbranche zusammen und wir haben uns über unseren Börsendienst unterhalten, Optionsstrategien, der ja jeden Mittwoch erscheint und den gibt es ja auch bereits seit 2011. Und 2011 haben wir den angefangen, haben alle Trades von Beginn an auch real gehandelt. Und wir haben in jedem Jahr Plus gemacht, also 2011, 2012, 13, 14, 15, 16 und jetzt auch im 2017. Auch da liegen wir ganz gut im Rennen mit verschiedenen Depots und mit allen Depots haben wir Plus. So, und haben uns unterhalten und haben gesagt, ja, halt Plus, habe das auch zeigen können. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist ja super, weil das ist ja schon in der Branche ja außergewöhnlich, dass man so lange überhaupt keinen Verlust hier hat. Und dann habe ich mir natürlich wieder mal die Performance meines großen Vorbilds Warren Buffett angeschaut. Und auch der hatte ja sogar Jahre, wo man Minus gemacht hat, wenn es auch sehr, sehr wenig war. Und da fragt man sich natürlich schon, wird es mal Jahre geben, in denen man vielleicht Verlust macht? Und da habe ich überlegt und
Ich glaube, jawohl, es kann passieren, dass es mal Jahre gibt, wo man vielleicht Verlust macht. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommt das? Und wie kann das passieren und wie könnte man das ausgleichen? Und ich hatte kürzlich noch, und das passt auch sehr gut zu dem Thema, eine interessante Unterhaltung mit einem, auch mit Handelskollegen, die auch in einer Bank handeln. Und der rief mich so, wir haben Mitte des Monats telefoniert. Und er sagt, Mensch, wie läuft es bei euch so diesen Monat? Er sagt, ah, es läuft super, wir liegen jetzt so und so viel vorn und wir haben jetzt alle Positionen zugemacht. Da habe ich gesagt, wieso habt ihr denn jetzt alle Positionen zugemacht? Und da sagt er, naja, weil wir hatten ja bislang noch kein so gutes Jahr und jetzt haben wir Gewinn gemacht und jetzt machen wir erstmal zu, damit dieser Monat auf jeden Fall positiv endet. Ja? Da habe ich so gedacht, für mich, das ist ja totaler Blödsinn, weil ich handle doch nicht mit dem Anspruch, nichts zu verlieren, sondern ich handle doch mit dem Anspruch, zu gewinnen. Und bloß, weil ich jetzt mal einen Gewinn gemacht habe, höre ich doch nicht auf, weil ich sage, hoffentlich nimmt mir der Markt den Gewinn nicht wieder weg. Ja? Und wie könnte es jetzt aber dazu kommen, weil das ist auch so ein bisschen dieses Denken, dass man mal in einem Jahr Minus macht. Stellt euch mal folgende Situation vor. Wir hätten ein Jahr, wo wir sehr viele Schwankungen haben. Ne? Das heißt, wir haben viele Trendbrüche. Es geht nach oben, es geht nach unten, es geht nach oben, es geht nach unten. Und die Vola springt immer hin und her. Und wir wissen alle, dass wenn sich die Volatilität gleichmäßig entwickelt, sowohl nach oben als auch nach unten, können wir das als Händler gut ab. Was schwierig ist immer, wenn es hin und her springt, weil je mehr es hin und her springt, umso mehr ist das Timing gefragt. Du musst also in die hohen Volas rein und bei den niedrigen dann auch wieder raus. Viel einfacher ist es dagegen, wenn die Vola halt steigt. Na okay, dann weißt du eben, dass du adjustierst. Aber wenn sie dann eben auch lange wieder fällt, dann profitierst du auch wieder davon. Und jetzt könnte es zum Beispiel in so einem Jahr passieren, wo wir in der Vola ein bisschen Zickzack spielen, dass du vielleicht am Ende eines Jahres, sagen wir mal, es ist November oder Dezember, Anfang Dezember, dass du mit 7, 8, 10% nur im Plus liegst. Ne? Also nicht sehr, sehr viel. Aber du liegst halt ordentlich im Plus. 10% ist okay. Ne? Also davon, ich könnte mit 10% im Jahr gut leben. Und jetzt kommt aber im Dezember nochmal irgendwas Verrücktes. Wir wissen es alle nicht. Ne? Und die Vola knallt nochmal so durch die Decke und es geht so schnell, externes Ereignis, Black Swan, was auch immer. Und du machst dann in diesem Monat vielleicht 11% Minus, 12% Minus. Stellen wir uns das mal vor, kann passieren. Ne? Und dann würdest du das Jahr mit Minus abschließen. So. Und dann hättest du halt dieses Jahr vielleicht 2% verloren oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass man dennoch in so einer Phase mehr oder bessere Performance hätte als jemand, der einfach long only im Aktienmarkt ist. Ne? Weil wenn es so sehr, sehr hin und her schwankt, dann wird das nicht mit steigenden Kursen einhergehen, sondern eher mit deutlich abfallenden Kursen. So. Aber nichtsdestotrotz wäre das ja kein gutes Ergebnis. Und deswegen, und das ist wieder der Punkt, was ich mit den Kollegen besprochen habe, sollte man dann vielleicht nicht doch, wenn man am Ende eines Jahres ist oder am Ende eines Quartals, sollte man dann vielleicht nicht doch sagen, komm, ich mache lieber zu, bevor mir noch mein ganzer Gewinn verloren geht. Ne? Und da glaube ich eben, nein, das sollte man nicht. Weil, was würde denn passieren? Jetzt denken wir mal ein bisschen über den Dezember hinaus. Du hast Anfang Dezember 10% plus, im Dezember kommt 12% minus, du hast 2% minus. Wenn du jetzt ein einigermaßen vernünftiger Händler bist und einigermaßen weißt, wie du mit Volatilität umgehen kannst, wie du dich wieder rauskommen kannst, dann weißt du ja, dass dieser Drawdown, der 12% sein wird im Dezember, dass der dir natürlich unheimliche Opportunitäten eröffnet. Ne? Das heißt, du wirst so tolle, hohe Volatilitäten haben. Weil stellt euch mal vor, was passieren muss, dass man mit einem vernünftigen Risiko, also ich fahre jetzt momentan in meinen Konten Risiken zwischen 0,3 und 0,5% maximal. Also wenn ich da 12% verlieren sollte, dann muss ich schon wirklich, da muss es richtig, richtig, richtig rumpeln. Ne? Und ich muss viel falsch machen. Aber stellt euch mal vor, wo die Volatilität da wäre. Ne? Und was man dann im Januar, Februar, März machen könnte. Das heißt, nach so einem sehr schlechten Jahr, 2-3% minus, käme dann ja wahrscheinlich ja sofort ein Jahr, wo man wahrscheinlich dann im März schon 20-30% vorn liegt. So. Gibt es auch immer mal wieder so Situationen. Ne? Ich glaube, voriges Jahr war das so, 2016, 2015 war das auch so. Die ersten Quartale immer so 20% plus gehabt.
So, gleich im ersten Quartal. Ne? Und deswegen glaube ich einfach, ja, sowas kann passieren, aber das sollte uns nicht davon abhalten, trotzdem an unserem Handel weiterzumachen. Weil, und jetzt brechen wir mal die Frage noch mal ein bisschen runter, ist es denn eigentlich so wichtig, ob du jetzt das Jahr mit Plus oder mit Minus abschließt? Ne? Klar, wenn du davon lebst, dann wäre es schon wichtig, dass du Plus machst, aber dann, wenn du dringend auf deinen Gewinn angewiesen bist, also sagen wir mal, machen wir ein Beispiel, dein Konto ist so klein, dass du unbedingt im Jahr 20% Gewinn brauchst, damit du leben kannst, ne? Dann setzt du dich sowieso viel zu stark unter Druck. Das heißt, wenn ich mal ein Jahr lang nichts verdienen würde an der Börse, könnte ich trotzdem alle meine Rechnungen bezahlen, weil zur Not würde ich das Geld einfach von meinem Konto runternehmen. So, und ein paar Rücklagen hat man ja auch. Aber es ist da eigentlich egal, welchen Zeitraum man betrachtet. Man sagt, ist das jetzt eine Woche, ist das ein Monat, ist das ein Jahr? Wir wissen doch alle, dass wir nicht wissen, was kommt. So, das heißt, es kann immer irgendetwas Externes kommen und wir sollten uns das einfach auch, wir sollten uns das vom Kopf her einfach mal vorstellen und sagen, was wäre denn, wenn es so wäre? Was ist denn, wenn wir mal in einem Jahr nichts verdienen, ne? Höre ich dann mit dem Optionshandel auf? Ist es dann für alle Zeiten vorbei? Muss ich mir ein neues Hobby dann suchen? Muss ich mir einen neuen Job suchen? Oder ist das, wo man einfach sagt, hey, ich habe hier eine Karriere vor mir, ich möchte vielleicht 20, 30, 40 Jahre am Markt tätig sein. Ist es da nicht völlig normal, dass man da vielleicht mal auch ein schlechtes Jahr hat? Gibt es denn Firmen, die jedes Jahr ihren Gewinn steigern und das über 20, 30, 40, 50 Jahre? Gibt es nicht auch Firmen, die auch mal ein, zwei schlechte Jahre haben? Gibt es nicht auch andere Berufe, ein Arzt, jemand, der ein Restaurant hat, was weiß ich, ne? Ein Ingenieur, ein Architekt, der ein Architektenbüro hat, haben die nicht auch mal ein schlechtes Jahr, weil irgendwas Externes passiert und machen die dann, hören die dann plötzlich auf? Oder sagen die dann, hey, okay, so what, sowas gibt's, ne? Was weiß ich, einer hat ein Restaurant oder hat ein Geschäft und jetzt wird bei dem die Straße gebaut. Die Straße ist vorne und hinten gesperrt, es kommt keiner mehr in sein Restaurant. Ne? Wenn er Pech hat, muss er zumachen, weil er pleite ist. Aber wenn er ein bisschen Rücklagen hat, wird er trotzdem weitermachen, wird nach dem Jahr mit der dann besseren Straße vielleicht sogar mehr Besucher haben. Vielleicht ist nicht das optimale Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Ne? Und deswegen beschäftigt euch mal mit der Frage für euch selber, was würde denn passieren, wenn ihr mal ein Jahr lang kein Geld verdient? Hört ihr dann auf? Ist das für euch wirklich das Kriterium zu sagen, Optionsverkaufen, das, was wir ja hauptsächlich tun, ist etwas, was Sinn macht oder nicht? Ich weiß, dass viele aufhören. Ne? Das ist ganz klar. Also viele schauen sich ja auch Märkte an, schauen sich Strategien an und dann, nachdem eine Strategie 4, 5 Jahre gut war, steigen sie dann ein und haben vielleicht das Bash dann, dass sie in eine schlechte Phase reinkommen und dann erstmal kein Geld verdienen, weil sie natürlich dann auch schlechter sind als diejenigen, die das schon 6, 7 Jahre gemacht haben und auch wissen, wie sie in so einer Krise umgehen müssen und suchen sich dann das Nächste. Ich persönlich habe da wirklich in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht und ich habe eigentlich keine Angst vor so etwas. Ne? Ich bin überzeugt davon, jedes Jahr Gewinn machen zu können. Bislang war es ja auch so. Aber ich habe mir zumindest schon mal gesagt, okay, was ist denn, wenn es mal ein Jahr lang nicht ist? Ne? Geht dann die Welt unter? Definitiv nicht. Also ich würde es euch auch weiterhin hier zeigen. Ne? Ich würde auch weiter meine Kontoauszüge zeigen. Ich würde im Coaching das weiter zeigen. Und ich würde dann nicht sagen, na, jetzt machen wir es mal dieses Jahr, zeigen wir es mal nicht. Und nicht. Nein, weil hey, so ist doch Börse. Ne? Jeder der großen Leute, der großen Händler an der Börse, ob es Investoren waren, ob es Trader waren, ob es Hedgefondsmanager waren, haben mal ein schlechtes Jahr gehabt. Ne? Manche mehrere. Und nichtsdestotrotz ist das kein Grund an einer Idee, oder eine Idee, eine Vision aufzugeben, sondern man sollte dranbleiben, man sollte weitermachen, man sollte da das Ganze nutzen als Chance. Aber wie gesagt, ihr müsst euch mental auf so etwas vorbereiten. Ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Schreibt mir mal eure Erfahrungen rein. Gibt es von euch jemanden, der vielleicht schon länger an der Börse ist als ich? Also ich bin jetzt 20 Jahre an der Börse, 21 Jahre bin ich jetzt an der Börse
Und natürlich, die ersten Jahre waren halt auch immer mal wieder mit Verlust. Hohe Gewinne, hohe Verluste, das hat sich abgewechselt. Wie gesagt, seit mehr als 11 Jahren habe ich jedes Jahr mit Profit abgeschlossen. Schauen wir mal, ob es so weitergeht. Wie ist es bei euch? Wer hat schon mal auch nach viele, viele Jahre Plus gehabt und hat dann mal ein schlechtes Jahr gehabt und hat dann weitergehandelt, ne? Schreibt mir das mal in die Kommentare rein, vielleicht auch aus dem Optionsbereich, wenn es da jemand gibt. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Vor allen Dingen auch dahingehend könnte das interessant sein für diejenigen, die ja jetzt, es gibt ja so viele, die jetzt neu sind, ne? Es gibt ja ganz viele, die jetzt neu hier dazugekommen sind in den Optionshandel. Wir sehen das bei uns an der Kundenbasis, die wächst immer mehr. Wir sehen das in den Angeboten, die es immer mehr gibt. Also es gibt immer mehr Coaching-Angebote, immer mehr Leute verkaufen irgendwie PDFs und machen Webseiten auf, Facebook-Gruppen und so weiter. Also eine ganz tolle Entwicklung. Ich glaube, viele von denen rechnen aber auch nicht damit, dass es vielleicht mal ein Jahr lang runtergehen könnte, weil sie auch noch nie erlebt haben, wie denn auch, ne? Weil sie auch noch nie eine große Wohlfahrtsphase erlebt haben. Aber das wird eine ganz spannende Sache und deswegen schreibt mir das mal in eure Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen und hören uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin. Viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.